Gut, Dani, erste Halbzeit war Göstinger ja nicht so da, zweite Halbzeit ist Göstinger rausgekommen. Wie siehst du das Spiel jetzt an? Erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen Angst gehabt und zweite Halbzeit ist dann halt ein Kartenspiel geworden. Da haben wir ein bisschen mehr Gas gegeben nach der Ansprache vom Trainer. Und dann ist halt irgendwie auf Messerschneide gewesen und leider hat es nicht passt, der Elfer auf die Stangen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, danke. Okay, aber zweite Halbzeit reingekommen, eingewechselt worden, ist mehr Schwung bei Göstinger gekommen. Warum hat es nicht gereicht fürs 3-2? Gereicht kann man nicht sagen. Chance haben wir gehabt, nur leider nicht genutzt. Jetzt habe ich den Öfer verstanden. Scheiße, danke Robert. Schiedsrichterleistung? Schiedsrichterleistung, ob ich gekommen bin, nicht gerechtfertigt. Die Gelbe für Mike, das Gelb-Rot, Gelb hat mir gehört. Ja, sei Schere. Okay, gut, danke. Markus, zur ersten Halbzeit, du hast nicht viel Bälle gekriegt, hast nicht wirklich viel draus machen können. Wie siehst du es? Erste Halbzeit jetzt von Göstinger her gesehen? Ja, ich finde, wir waren erste Halbzeit nicht so schlecht. Ein bisschen eindrucken haben wir uns lassen. Zwei, drei Chancen haben wir gehabt, eins, paar Tore haben wir gemacht. Ja, das siehst du, wenn du das nicht reinmachst, dann kriegst du das meistens. Das muss man eins hinten zur Halbzeit. Ja, ja, zweite Halbzeit, hast du mehr Bälle gekriegt, hast du super 11 Meter rausgeholt. Sprinteinsatz, Weltklasse, also muss man sagen, da kommt da keiner nach. Vielleicht war es gegen zweite Halbzeit, dass wir vielleicht kein drittes Tor geschossen haben. Ja, ich muss sagen, du musst jetzt nochmal 2-2 spielen gegen die. Die sind nicht so schlecht gewesen, muss ich ehrlich einmal sagen. Aber der Stangenschuss vorbei, ich kann jedem passieren, das passiert auch in der Bundesliga, muss ich sagen. Und ja, wir haben ein X rausgeholt, ich bin da zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und ich finde, wir waren nicht so schlecht. Gut, Markus, dann gute Besserung für den Fuß, gell? Und danke.